Ja, hallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in der Nähe von München und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich bastle weiter an meinem Kurs Der spirituelle Weg aus toxischen Beziehungen, das nachhaltige Leben, gibt es auch zum Frühbucherpreis, haut ihn euch noch rein. Und genau, wer will, kann auch mal, ich packe auch mal den Link jetzt drunter, Liebeschip als App ausprobieren. Kann man ja halt nur, also kann man super geil die Kurse angucken und bearbeiten und kommentieren auf Android, auf iPhone. Allerdings, wenn ihr neue Kurse kaufen wollt, geht das nur über die mobile Webseite. So, aber nun zum Thema niedrig schwingende Beziehung, dachte ich mal, so ein anderer Begriff für toxisch, narzisstisch. Also jetzt, wie gesagt, will ich auch niemanden diagnostizieren, deswegen mal einen anderen Begriff. Niedrig schwingt, weil runterziehend, irgendwie dunkle Energie, frustrierend, tut weh. Und da mal hier ein ganz schönes Beispiel, denke ich. Wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, geht's über ein Formular auf liebeschip.de. So, also, hallo Christian, ich würde gerne von dir wissen, ob du meine Beziehung als toxisch bewerten würdest. Und na klar, gerne noch einen Rat. Anfang des Jahres einen Typen im Urlaub kennengelernt. Entfernung, ja, ziemlich hoch. Sehr hoch. Er meinte, seine Scheidung sei bereits eingereicht. Da lachen wir ja alle, ne? Ich habe mich darauf auch eingelassen. Ja, also du musst immer fragen, bist du Single? Nicht, bist du in einer Scheidung? Du musst die Leute fragen. Also ob man dann eine richtige Antwort kriegt, ist eine andere Frage. Also wenn sowas schon kommt wie hier, so unklar, du musst fragen, bist du Single? Also lebt ihr noch zusammen, wenn du dann hörst, also ja, da wird noch zusammen gelebt, man ist noch nicht, oder da kommt, ja, wir leben noch unter einem Dach, aber wir leben nicht in einem Bett oder irgend so ein Scheiß. Dann lasst es. Das ist schon, man, das kann man natürlich jetzt nicht so antworten, aber ich meine, ich muss eigentlich nur schon die ersten Sätze lesen, diese Energie, die da mitschwingt, dann weiß man schon, dass es irgendwie, ja, manipulativ ist, ne? Ich fand ihn irgendwie charismatisch, interessant. Aber hatte ein komisches Gefühl. Hört auf euer fucking Bauchgefühl. Das wird bald mal ein neuer Spruch hier. Weil er so gegensätzliche Aussagen getroffen hat. Nächste Red Flag. Wenn Dating nicht konsistent ist, also wenn Aussagen getroffen werden, die nicht stimmen oder die keinen Sinn machen. Aufpassen bis abhaken. Er kam mir tendenziell fast etwas größenwahnsinnig vor, ja, okay, auch das vielleicht nicht so gut. Zu Beginn konnte ich das gar nicht richtig ernst nehmen. Ja, aber das ist der Punkt. Wir haben hier auch noch ein schlechtes Bauchgefühl. Ihr solltet solche Sachen ernst nehmen. Das sind, also euer Bauchgefühl ist oft nicht so Bomben. Das ist manchmal ein bisschen subtiler, ne? Also trainierte Wahrnehmung, ne? Er hat direkt von Liebe gesprochen und meinte dann, ich soll ihn aber jetzt bitte nicht jeden Tag anrufen. So, das ist so ein, das ist eigentlich ein total geiler Satz, wirklich. Er hatte von Liebe gesprochen, ich soll ihn aber nicht jeden Tag anrufen. So. Also entweder jemand sagt, ey, lass uns mal langsam angehen und ruf mich bitte nicht jeden Tag an, konsistent, oder jemand sagt, ich bin jetzt hier schockverliebt in dich und der wird garantiert jeden Tag mit euch stundenlang telefonieren wollen. Alles andere ist, macht keinen Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, stimmt irgendwas nicht, ne? Ich habe dann erstmal gar nicht angerufen. Er hat sich nach ein paar Wochen oder so gemeldet, ob ich mit ihm nach XY fliegen würde. Ich habe dann geschrieben, dass ich woanders hinfliegen würde und gespannt sei, wer sonst noch da sei. Ja, jetzt gehst du mit auf diese Spielebene, ne? Das, da, die kannst du nicht gewinnen, ne? Daraufhin hat er auch gebucht und mir gesagt, er könne seine Frau doch nicht verlassen. Ach, ich kann das nicht mal lesen, Leute. Ich kann es nicht mal lesen. Geht nicht in diese Dreiecke. So. Da sie sonst, ja, wieder irgendwelche Begründungen. Du schreibst jetzt hier, ich komme mir schon ein bisschen komisch vor, diesen Schrott zu schreiben. Ja, du weißt eigentlich, was Sache ist, ne? Man will's eigentlich, man weiß es eigentlich, aber ich gebe gern die Bestätigung. So, jedenfalls haben wir uns
seitdem alle 4 Wochen getroffen. Ja, jetzt bist du endgültig angekommen im toxischen Dreieck, ne? Tut mir leid. Ist so. Er hat immer gesagt, dass er sich scheiden lässt. Der ist Future Faking, du weißt das auch, ne? Guck mal, ich habe Future Faking in meinen Videos. Oder im Modul 1. Bei diesem zweiten Treffen meinte er dann schon, dass ich ihm eigentlich gar nicht so gefallen würde. Ja, so, das geht schon, also du hast noch nicht mal die Lovebombing-Phase genossen, geht schon in die Kritikphase, ne? Wie geht der toxische Kreislauf? Lovebombing, Kritik, Abschuss. Und jetzt sind wir schon in der Kritikphase. So, und das ist, was ich meine mit Niederschwingen, das zieht einen total runter. Das wird man jetzt auch gleich sehen hier in der E-Mail. Wir sind dann shoppen gegangen, Klamotten, bla bla bla. Oh Mann, ich habe das alles selber bezahlt. Wo sind deine Standards? Also wenn er meint, du musst jetzt neue Schuhe haben, dann soll er es auch bezahlen, ey. Er meinte dann, er kreiere sich eine neue Frau. Meinst du nicht, du willst jemanden haben, der dich so liebt, wie du bist? Zu Anfang wollte er nach den Treffen immer eine 4-wöchige Abstinenz, ja, um entweder andere Frauen zu daten oder mit seiner Frau was zu machen, ne? Ist ja klar. Ich habe das dann ziemlich schnell nicht mehr mitgemacht und seitdem telefonieren wir so mal ein paar Mal die Woche. Er ruft meistens zum verabredeten Termin an. Ich habe das so eingerichtet, weil es sonst Tage gab, wo er zehnmal hintereinander angerufen hat und mich das wahnsinnig gestresst hat. Ja, also das passt einfach nicht, ne? Und dann, wenn es so schräge läuft, dann kann man nur gucken, okay, was darf ich hier lernen? Warum ziehe ich sowas an? Was will das Universum mir spiegeln? In diesem Fall wahrscheinlich Grenzen setzen, für mich einstehen. Und da kann man nur diese Lektion lernen und einfach sehen, das wird wohl nicht der Richtige sein, ne? Wenn das so ätzend abläuft, ne? So. Insgesamt fühle ich mich nach diesen Gesprächen leer und gestresst. Das ist ein todsicheres Zeichen, dass es nicht so richtig gesund ist. Er redet eigentlich nur von sich und mein Redeanteil liegt so bei 10%. Ja, wenn ihr mein Buch lest, wisst ihr, dass das nicht richtig ist. Maximal. Trotzdem bin ich regelrecht süchtig und mir tut bei den Gesprächen oft mein Herz irre weh. Ja, das ist so eine geile Mail, wirklich. Warum tut dir wohl dein Herz weh? Weil hier kein Herz drin ist. Warum dir deine Beine wehtun, weiß ich jetzt nicht. Musst du deine Beine fragen, aber warum dein Herz weh tut, das wundert mich gar nicht. So, dann erzählst du noch ein bisschen, ja, dass es auch deutlich psychische Probleme in deiner Familie gegeben hat. Und ja, dann weißt du ja auch, wo es herkommt. Das ist wahrscheinlich ein Thema mit Retten, Co-Abhängigkeit, Sachen tolerieren, die man nicht tolerieren sollte. Jedenfalls habe ich schon mehrfach versucht, es sein zu lassen, schaffe aber den Absprung nicht. Ja, das ist jetzt so Liebessucht dann, ne? Dann gab es eine Szene, wo ich mal sein Handy in die Hand genommen habe. Er hat darauf regelrecht panisch reagiert. Das wundert uns jetzt auch nicht, glaube ich. Und mir das Handy weggenommen. Er würde nicht gern kontrolliert, ja. Er weiß das, was das bedeutet, ne? Ich habe dann gefragt, was dabei ist, und hat er mir nach guten Zureden gesagt, dass ihm da eine Frau schreibt. Oh, Wunder über Wunder. Ja. Gut, dann gab es da noch ein paar kleine Szenen rundherum. So, da hat er die Frau angerufen, dass da nichts läuft, aber das bringt nichts. Das ist, als wenn du einen Brand löscht mit, also einen riesen Hochhausbrand löscht mit mal irgendwo in einen Eimer Wasser reinkippen, das bringt nichts, ne? Naja, und jetzt soll ich ihn nicht verlassen und so. Ihr habt doch gar keine Beziehung, ey. Du bist einfach nur eine Affäre. Sonst nix. Habe ich auch nicht gemacht, war aber voll ätzende Szene. Abends hat er mich dann nochmal angerufen und mir schlimme Vorwürfe gemacht, ich sei tendenziell kalt, würde mich nie bei ihm melden. Das ist, was ich mit Niederschwingen meine. Dieses Runterreden, manipulieren, nachtreten, Sachen verdrehen, völlig falsch darstellen, Schuldumkehr, Future Faking, Gaslighting, das volle Programm. Er ist, wie er ist. Ne? Also ich meine, müssen wir jetzt gar nicht werten. Das ist so, wie er ist. Also er ist halt, also du möchtest dich scheinbar weiterentwickeln, wenn du mir schreibst. Hast jetzt jemand, der eben auf so einer Frequenz ist, die dich einfach runterzieht. Und das kannst du nur zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren. Ne? Mehr kannst du ja nicht machen. Ne? Vorher hat er immer gesagt, er will sich nach der Scheidung
die jetzt wieder eingereicht ist. Woher weißt du das? Hast du das physisch gesehen? Erstmal nicht festbinden. Oh Gott, ist das schrecklich, ey. Das ist so furchtbar. Also mit anderen Worten, auch dann gibt es kein Commitment, sondern elendige Freundschaft plus Beziehung. Ah, gut. Ich habe dann so krasse Schuldgefühle bekommen und mich entschuldigt. Das ist co-abhängig. Obwohl ich es gar nicht gecheckt habe. Dann hat er mir in einem Restaurant mal so eine Szene gemacht, wollte nach Hause und alles, weil ich ihm nicht sagen wollte, was ich verdiene. Ja, so ist ja witzig, dass er dir, aber das ist auch so typisch, dass er dir vorwirft, du würdest ihn kontrollieren dabei. Ja, er kontrolliert dich hier, ne? Auch schon mit den Klamotten. Auch da habe ich mich dann entschuldigt. Gut, wieder das Gleiche. Zudem betont er auch immer, wie super er eine Karrierefrau wie mich findet. Außer, dass du komplett verändert werden musst. Nur mal so by the way. Und hat dann ganz viel nachgefragt, in welchen Kreisen ich mich bewege. Oh, oh Gott. Also diese E-Mail könnte man wirklich so in ein Buch abdrucken. Das ist echt alles drin. So, jetzt geht es darum, nicht wie sehr ihr euch liebt, sondern ob du genug Kohle verdienst und eher seinen Status oder auch genug, also ob guckt jetzt, ob er eigentlich genug Energie von dir ziehen kann, ne? Das muss ja alles nicht bewusst sein. Ich will nur sagen, das sind Beziehungen, die einen runterziehen, so, ne? Mehr will ich gar nicht sagen. Und ich soll mir auch mal die Wangen aufspritzen lassen. Oh Gott. Oh, also wenn ich nicht wüsste, dass es dich gibt, würde ich denken, es hat sich jemand ausgedacht, diese E-Mail, die ist so krass, wirklich. Botox würde mir sicher gut tun. Sag mal, macht dich das nicht ärgerlich? Immer ganz ehrlich, ey. Oh, ob ich das für ihn tun würde. Heute meinte er am Telefon, dass er irgendwie wieder gute Gefühle seine Frau bekäme. Also, dieses elendige heiß, kalt, hin, her, das hält kein Mensch aus. Das liegt nicht an dir. Er ist einfach so. Ne? Dann sicher, wenn du mit seiner Frau, also mach es nicht, aber wenn du mit der reden würdest, der geht zwischen auch nicht gut damit, ne? Ja, aber er liebt dich über alles, klar, aber er hat gerade richtige Probleme und deswegen, ach, jetzt kommt das auch noch, na, 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 deswegen können wir uns zu meinem Geburtstag nicht sehen. Da braucht man einen Schnaps, wenn man die E-Mail vorliest, echt. Die Frau hatte am Telefon, wenn er unterwegs war, auch echt krass angelogen oder sich gar nicht bei ihr gemeldet. Ich hätte mich sicherlich nicht auf ihn eingelassen, wenn ich gewusst hätte, dass da ja noch eine Beziehung hintersteht. Ich habe auch schon ein moralisches Problem damit. Ja, hör darauf. Ich meine, es geht hier gar nicht darum, hier irgendwas zu bewerten, aber merke einfach, dass es hier nicht gut tut, ne? Jetzt hänge ich drin und komme nicht los. Mach die Kurse. Natürlich kommst du da raus. Also liest dir diese E-Mail einfach nur mal nochmal 10-mal durch, hör dir das Video noch ein paar Mal an. Natürlich kommst du da raus. Und klar, es tut weh, musst dir deine Wunden angucken, vielleicht. Ja, musst da mal an dir arbeiten, mit jemand reden, aber gut, kannst die Kurse machen. Aber das macht dich fertig, echt. Meine Freundin will schon nichts mehr von dem Typen hören und findet ihn aus Erzählungen einfach, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. So, ich hoffe, ihr habt den Zahlen den Rahmen nicht gesprengt und bin schon sehr gespannt auf deine Einschätzung. Ich bin sehr froh, dass ich deine Videos gefunden habe und sie helfen mir ungemein. Gut, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.